Das Sprachenzentrum ist eine zentrale Einrichtung der Technischen Universität Darmstadt. Wir bilden zurzeit in 17 Sprachen Studierende aus, die Sprachkurse obligatorisch oder im Wahlpflichtbereich in ihren Prüfungsordnungen haben. Wir nutzen VMware auf unterschiedlichen Arten. Wir benutzen sie im Bereich der Entwicklung mit der VMware Workstation. Wir betreiben ansonsten ein ESX V4.4 Cluster, auf dem auch seit neuestem VMware View im Einsatz ist. Bevor wir virtualisiert haben, hatten wir ein paar Server mehr in unserem Rechenzentrum, hatten aber dafür auf den Servern einen durchaus Zoo von Diensten parallel laufen, die zu einem erhöhten Ressourcenverbrauch und einer Verlangsamung der Dienste geführt haben. Wir haben uns für VMware entschieden, da wir die VMware Workstation schon sehr früh kennengelernt haben und von der Qualität des Produktes überzeugt sind. Wir haben bei der Server-Virtualisierung dann nach Produkten Ausschau gehalten und mit VMware den Partner gefunden, der unsere Anforderungen realisieren konnte. Der Hauptvorteil der Desktop-Virtualisierung von VMware ist, dass wir die Desktop-Virtualisierung nahtlos auf unserem ESX-Cluster installieren und betreiben können. Ansonsten ist Desktop-Virtualisierung für uns der große Vorteil, dass wir Administrationsaufwand einsparen können, damit freie Ressourcen schaffen und schlussendlich Software, die wir nur auf einzelnen Maschinen brauchen, vielen Benutzern einfach zur Verfügung stellen können. Wir beschäftigen uns mit Cloud Computing insofern, dass wir natürlich ein ESX-Cluster betreiben und dieses Cluster mittlerweile auch im Internet bereitstellen. Wir sehen selber noch nicht die Variante, dass wir eine Hybrid-Cloud bauen oder einzelne Services in eine Public-Cloud auslagern.